Barbara Baldini, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist wieder eine große Herausforderung für viele Beziehungen. Warum ist denn Weihnachten so schwierig für ein Beziehungsleben? Zu Weihnachten ballt sich der ganze Stress und der ganze Frust des letzten Jahres. Also die Geschichte ist ja die, dass man es allen Menschen recht machen will und dass man zum Beispiel Verwandtschaftsbesuche machen muss auf Verwandte, auf die man möglicherweise überhaupt keine Lust hat. Die andere Geschichte ist, dass Männer Geschenke einkaufen müssen und keine Ahnung haben, was sie ihren Liebsten schenken sollen. Gibt es da ihrerseits jetzt Lösungen, wie man doch ein friedliches Weihnachtsfest über die Bühne bringen kann? Für Partnerschaften, da würde ich mir Auszeiten gönnen, da würde ich mir den Kalender schnappen und einfach sagen, am 24. ist Heiligabend, am 25. machen wir Weihnachtsbesuche und am 26., 27., da nehmen wir Zeit für uns. Und wenn man Verwandtenbesuche macht, dann nicht auf Ewigkeiten, nicht 8 Stunden, 9 Stunden, sondern kurz halten, 3 bis 4 Stunden. Am besten man nimmt Spiele mit und macht Spielenachmittage oder schaut sich gemeinsam einen lustigen Weihnachtsfilm an. Wichtig ist, dass man es kurz hält und wie gesagt, die Nerven der Menschen zu Weihnachten nicht strapaziert. Nun spitzt sich ja die Lage gerade am Heiligen Abend zu, vor dem Christbaum. Absolute Harmonie ist gefragt. Was kann man da tun? Also zumindest einmal in Ruhe angehen. Je früher, desto besser. Den Christbaum schon um die Mittagszeit schmücken, am besten gemeinsam, ist nämlich viel lustiger. Also nicht, dass der eine dann sich vertschüsst und der andere ist alleine. Dann das Weihnachtsmahl so einfach wie möglich gestalten. Die Norddeutschen, die machen ja Wirnerle. Und dann würde ich raten, weniger Geschenke für die Kinder, denn wenn die zu viel kriegen, da werden die hyperaktiv, die kennen sich überhaupt nicht mehr aus und können das auch gar nicht schätzen, was sie bekommen haben. Und ganz, ganz wichtig ist, dass die Menschen sich aussprechen. Nicht, dass der ganze Frust des Jahres, den sie mit sich herumschleppen, dann über die Weihnachtszeit sich auf die Köpfe hauen, sondern dass sie im Vorfeld zum Beispiel am 4. Weihnachtssonntag am Nachmittag nehmen und sagen, so, da gibt es noch einige Dinge, die muss ich mit dir klären, bevor wir dann ins fröhliche Weihnachtsfest starten. Und wie viel Raum darf man der Lust an Weihnachten geben? Du weißt ja, dass Stress ist absolut libido-tötend. Wenn irgendjemand an Weihnachtsabend auf die Idee kommen sollte, Sex zu haben, dann viel Vergnügen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nur in den allerwenigsten Fällen vorkommt. Vor allem, weil ja die Kinder auch wach sind, herumspringen und aufgeregt sind. Und bis die Monster im Bett sind, ist es dann auch schon spät. Sind Mami, Papi froh, wenn sie dann ins Bett kommen. Vielleicht am nächsten Tag in der Früh wäre eine gute Gelegenheit, weil da schlafen die süßen Kleinen noch.